Die OMV ist auch in der Krise stark und rüstet sich für eine CO2-ärmere Zukunft. Die OMV ist von dieser Krise natürlich doppelt getroffen. Auf der einen Seite hat es zwischen den großen Erdöl- und Erdgasproduzierenden Staaten einen Preiskrieg gegeben. Damit sind die Preise von Öl und Gas zeitweise dramatisch verfallen. Und auf der anderen Seite haben wir durch die Lockdown-Situationen eine sehr starke einen Demandrückgang in einzelnen Branchen gehabt. Als Beispiel sei nur die Flugzeugbranche genannt, wo wir Jet und Kerosin produzieren und wo durch die Reisebeschränkungen natürlich ein deutlicher Abfall passiert ist. Wir sind als OMV aber durch unser integriertes Geschäftsmodell sehr gut durch diese Krise gekommen. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, innerhalb dieser Möglichkeiten der Produktion zwischen Upstream, Downstream und jetzt auch sehr stark der Petrochemie zu wechseln und uns dadurch auch Umsätze und Cashflows zu verschaffen. Wir haben in dieser Krise sehr schnell und sehr frühzeitig reagiert. Auf der einen Seite haben wir unsere Investitionstätigkeit natürlich zurückgenommen, um uns finanziell stark zu halten. Da sind wir von geplanten 2,4 Milliarden jetzt nur auf 1,7 Milliarden zurückgegangen. Aber wir haben auch unsere Kosten gesenkt. Das heißt, unsere Kostenbasis haben wir um 200 Millionen gesenkt und wir haben zusätzlich auf Akquisitionen, die wir geplant hatten, verzichtet. Das betrifft natürlich nicht die Borealis, das ist das Schmuckstück unserer Strategie. Und wir werden uns von einzelnen Teilen in unserem Portfolio auch trennen, um eine stabile Gegenfinanzierung für den großen Deal mit der Borealis zu haben. Die Borealis ist nicht nur ein extrem wertvolles Unternehmen durch hohe Profitabilität, hohe Cash-Generierung, sondern auch ein extrem stark positioniertes Unternehmen in der Branche. Die Borealis ist, was die Olefine betrifft, gemeinsam mit der OMV die Nummer 1 in Europa. Was die Polyolefine betrifft, die Nummer 2 in Europa. Und wir sind insgesamt mit dem Geschäftsmodell der Borealis unter den Top 10 der Welt. Das ist für ein österreichisches Unternehmen natürlich eine tolle Ansage. Die Borealis weist uns aber auch den Weg in eine Zukunft, die auch in einer Low-Carbon-Welt sehr gut und stark sich positionieren kann. Das betrifft den gesamten Chemiebereich, den gesamten Petrochemiebereich, in dem wir als OMV sehr viele Möglichkeiten zur Wertschöpfung sehen und wo wir auch das integrierte Modell noch deutlich verlängern und verstärken können, um die finanzielle Stärke auch weiterhin so darzustellen. Die OMV hat es geschafft, trotz niedrigerer Umsätze den Cashflow auf einem sehr guten Niveau zu halten. Es ist uns gelungen, im ersten Halbjahr, wo ab dem zweiten Quartal die Krise ja schon voll zugeschlagen hat, noch einen operativen Cashflow von 1,7 Milliarden zu erwirtschaften. Wir haben organische Investitionen von 1 Milliarde, das heißt, da bleiben noch 700 Millionen an organischem freien Cashflow übrig, der unsere Liquidität entsprechend stärkt. Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind natürlich auch stolz, dass wir in dieser Krise keinerlei Hilfen des Staates in Anspruch nehmen mussten. Die OMV ist mit ihren Mitarbeitern nicht in Kurzarbeit gegangen. Wir haben keine öffentlichen Gelder bezogen und wir haben auch die Stabilität unserer Operations über die gesamte Zeit aufrechterhalten und das wollen wir auch weiterhin so machen. Die OMV ist vollumfänglich den Pariser Klimazielen verpflichtet. Das heißt, wir haben uns sehr klare und sehr starke Ziele zur CO2-Emissionsreduktion innerhalb unseres Produktportfolios verpflichtet. Und die Ziele, die wir uns für 2025 gesetzt hatten, haben wir schon in 2020 erzielt. Das heißt, wir haben jetzt in 2020 diese Ziele auch noch einmal erhöht, und zwar um 50%. Was wir damit ankündigen, ist, dass wir in 2025 gegenüber 2010 eine Reduzierung unserer CO2-Emissionen aus der Produktion spezifisch um 30% senken. Früher waren es 19%, also wir sind deutlich nach oben gegangen, aber auch die CO2-Intensität spezifisch auf unser Produktportfolio bezogen, werden wir statt um 4% um 6% verbessern. Wir haben aber auch eine wirklich radikale neue Zielsetzung hier in der OMV gesetzt,
Und zwar wollen wir bis zum Jahr 2050 in Bezug auf unsere Produktion und unseren Energieverbrauch gesamt in der Firma klimaneutral sein. Und das sind Themen, mit denen wir uns auch mit den Technologien, die wir entwickeln, die wir neu in unser Portfolio aufnehmen, positionieren, um dieses sehr ambitionierte Ziel bis 2050 auch tatsächlich umzusetzen. Zunächst sind wir sehr froh, dass die OMV am Finanzmarkt und am Kapitalmarkt sehr gut reüssieren kann. Wir haben uns im Zuge der Refinanzierung unserer Borealis-Transaktion mit 4,5 Milliarden neu am Kapitalmarkt finanziert, in Transaktionen, die deutlich überzeichnet waren und wir deshalb sehr hervorragende Konditionen, teilweise sogar zu einem Nullcoupon, haben konnten. Das zeigt das Vertrauen in die OMV. Wir haben aber auch auf unserer Hauptversammlung den Vorschlag gemacht, die Dividende in Höhe von 1,75 Euro pro Aktie, das ist das Rekordniveau, das wir auch im Vorjahr gezahlt haben, wieder für das Jahr 2019 in 2020 auszuzahlen. Dieser Vorschlag wurde angenommen und das ist auch ein starkes Zeichen des Commitments der OMV, auch in Zeiten der Krise, den Wert auch an die Aktionäre wieder zurückzugeben.